Es ist nicht schön hier. Man mag es kaum glauben, aber das hier ist auch in Mainz. Gibt wirklich ein bisschen Altstadt von Mainz, das noch erhalten ist, wo es noch enge Gassen gibt und alles und alte Häuser. Das hier zum Beispiel ist der Leininger Hof. Ich finde, ein richtig tolles Teil und gar nicht mal so mega groß. Gerade mal, ja, Erdgeschoss und Obergeschoss. Und dann haben wir hier noch was richtig Tolles, wie ich finde, nämlich einen mittelalterlichen Wohnturm mitten in der Altstadt, also schon ein bisschen Rand von der Altstadt. Der Dom ist ja schon ein Stückchen weiter weg, aber es ist hier ganz in der Nähe von der Augustinerstraße, von dem letzten Video. Und ich finde das jetzt, ich finde das richtig klasse, dieses Bauwerk hier, richtig einfach ein mittelalterlicher Wohnturm. Ich habe jetzt leider keine Tafel gefunden, aber wenn ich mich richtig erinnere, dürfte das Haus zum Stein heißen. Bin mir nicht ganz sicher. Oh, ja. Warte. Da sieht man es vielleicht. Mainzer Galerie, Haus zum Stein. Da stand es doch gerade dran. Muss mal gucken. Man sieht das Licht nicht ganz so viel. Da hat es jetzt beim Weg hierhin nicht ganz so viel gesehen. Ich habe gar nichts gesehen gerade. Aber jetzt, oh, guck mal, was sich da ein blauer Himmel auftut. Oh, wie geil. Und es ist hier einfach ein Wohnturm, ein mittelalterlicher Wohnturm. Man könnte fast meinen, das sei eine Burg. Aber wir sind hier in der Stadt. Kann ja auch nochmal hier so rumschwenken. Ja, das sind wieder hohe Häuser. Und da ist auch die Augustinerstraße. Ich gehe mal noch rüber. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier tatsächlich auch die entsprechende Infotafel dazu, die ich nicht gefunden habe. Na, und hier der Turm mit hochgelegenem Eingang, wie man sieht. Und romanische Fenster, die sind rekonstruiert worden, soweit ich weiß. Das ist später mal überformt worden, das ist dann mal umgebaut, restauriert worden. Und hier, da sieht man jetzt schön Weintorstraße. Übrigens, das ist ein rotes Straßenschild. Wenn ich hier um die Ecke gehe, sehen wir die Augustinerstraße. Da hinten sieht man gleich die Fachwerkhäuser und ein blaues Straßenschild. Ja, nur, was hat es damit nur auf sich? Alle Straßen mit blauen Straßenschildern fließen parallel zum Rhein. Und die mit roten, die laufen auf den Rhein zu. Andere Straßen, die dann schräg sind, so diagonal, die sind dann mit weißen Schildern belegt, glaube ich. Aber okay, lieber dann, das war's dann auch schon wieder. Und tschüssi.